Frau Minister, Kolleginnen und Kollegen. Das mag alles sein, was Sie gesagt haben, Frau Minister, dass das ein Wurf ist, ein großartiger, und dass Sie da jahrelang hinter den Kulissen verhandelt haben. Auch das, was der Herr Kollege Rasinger gesagt hat, ein Jahrzehntegesetz und dass das Gesetz eine Chance sei. Ich kann nur sagen, ich war sehr verärgert im Ausschuss, wie diese ganze Materie uns näher gebracht worden ist, nämlich wirklich tatsächlich 10 Minuten vorher hat man uns dieses Gesetz vorgelegt und wir, die einzige Opposition, dadurch nicht erfreut sind und als Stimmgeber hier agieren, darf sie nicht überraschen. Die Frage, die sich stellt, ist, dass das Gesetz tatsächlich eine Chance, weil es ist ja so, dass durch die professionelle Pflege, die durch die Novelle jetzt hier verbessert werden soll, in Wirklichkeit meiner Meinung nach zu einer weiteren Verdünnung der Versorgung Vorschub leisten wird. Momentan ist es ja so, dass die Betreuung von Patienten bei den Krankenanstaltenträgern wie dem KV bei den Mitarbeitern hin und her geschoben worden ist. Und die Frau Kollegin Belakovic-Jenewein hat ja das auch auf den Punkt gebracht. Es könnte sich ja möglicherweise hier tatsächlich um eine sogenannte Lex KV handeln. Momentan werden keine Überstunden ausbezahlt, wird da irgendwie herumgesagt, das hat mit EDV zu tun. Es steht der Verdacht im Raum, dass das Geld schlicht und einfach ausgeht. Und die Kritik, die von Seiten Sozialdemokratie in Vorfeldorganisationen hier geäußert wird, sollte man ja nicht einfach so unter den Tisch kehren. Zum Beispiel die Bundesarbeiterkammer stellt dazu fest, dass die höhere Qualifizierung der Pflegekräfte dazu führen werde, dass schlechter ausgebildete und damit auch billigere Arbeitspflegekräfte künftig bevorzugt beschäftigt werden. Außerdem befürchtet die Bundesarbeitskammer, dass die geplante Untergliederung im Spitalsbetrieb zu Intransparenz hinsichtlich der Kompetenz der verschiedenen Berufsgruppen und zu organisatorisch kaum überwindbaren Hürden, etwa bei der Erstellung von Dienstplänen, führen werde. Das sagt Ihre Freunde in der Arbeiterkammer, und auch der Rechnungshof begrüßt zwar grundsätzlich das Ziel, die Gesundheit- und Krankenpflegeausbildung den Erfordernissen der Praxis anzupassen, sieht aber bei der Klärung der Kompetenzen in der diplomierten Pflege vor allem in den Bereichen medizinische Diagnostik und Therapie weiterhin großen Handlungsbedarf. Und die Untergliederung jetzt zwischen Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und in Zukunft den gehobenen Dienst mag sich ja in der Theorie gut anhören, geht aber wirklich an der Wirklichkeit im Spitalsalltag vorbei, wie wir alle wissen, die auch daran tatsächlich in diesem Spitalsalltag gearbeitet haben. Die Berufsbilder überschneiden sich und werden in der Praxis kaum voneinander abzugrenzen sein. Und eine Pseudo-Akademisierung werden weder die Pflegekräfte noch den Patienten nutzen. Und die Überführung der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung in den tertiären Ausbildungsbereich lässt nämlich weiterhin auf sich warten, und zukunftsweisende Möglichkeiten einer kompetenzübergreifenden Spezialisierung bzw. der Weiterbildung fehlen auch in dem Gesetz zur Gänze. Darüber hinaus bleibt zu befürchten, dass das neue hochqualifizierte Pflegepersonal mehr in der Verwaltung und im Management eingesetzt werden wird, während die Betreuung der Patienten auf der Strecke bleibt. Das ist mal ein Thema. Und das zweite Thema, wo ich mir eigentlich von Ihnen heute ein bisschen eine Antwort und mehr erwartet hätte, wäre eigentlich, sind die unhaltbaren Zustände, vor allem bei der Diagnose und der bildgebenden Diagnose im Bereich der Krebspatienten, auf Deutsch die langen Wartezeiten bei MR- und CT-Untersuchungen anrüchig geworden sind. Und da waren schnell die Schuldigen gefunden. Man hat gesagt, die Institute, die diese Untersuchungen anbieten, sind zu gewinnorientiert, halten sich die Kapazität für Privatpatienten, und das ist eigentlich. Das ist natürlich eine glatte Themenverfehlung, weil es einen Unterschied ausmacht in der freien Niederlassung, ob ich einen Tisch hier stehen habe und davor einen Sessel, wo ich den Patienten hinsetze und das mein Praxisunternehmen ist, oder ob ich ein Fach gewählt habe, wo ich Ausübung desselbigen unglaubliche Investitionen teilweise im dreistelligen Millionenbereich machen muss.
Das muss auch wieder hereinkommen. Da brauche ich schlicht und einfach, klipp und klare sogenannte Businesspläne. Ich habe Verantwortung für eine Vielzahl von Mitarbeitern und das muss schlicht und einfach auch geführt werden wie ein Mittelbetrieb, wenn nicht sogar ein Großbetrieb von der wirtschaftlichen Seite her. Diese Dinge dürfen wir hier nicht vermischen. Und da haben wir ja schon vor Jahren gesagt, wie Ihr Vorgänger noch damals hochgelobt das Gesundheitszielsteuerungsgesetz vorgestellt hat, wo ein Kernpunkt dieses Zielsteuerungsgesetzes war, eine Deckelung der Leistung. Und diese Deckelung der Leistung hat man angesetzt und die Schraube angedreht, wo sich die Kollegen am wenigsten wehren können. Das ist eben bei diesen Großgeräten, wo man einfach nicht sagen kann, ich sperre zu, ich gehe auf einen anderen Standort. Da hat man hier diese Bezahlschwelle eingeführt und heute kriegt man dafür die Rechnung präsentiert. Das ist aber bitte nichts jetzt, was ganz plötzlich hier eintritt. Das haben Menschen wie wir mit Menschenverstand und Hausverstand Ihnen richtig auch gesagt. Heute stehen wir an dem Punkt, wo es massive Auswirkungen bei Patienten zeitigt und es müssen hier wirklich sofort Intensivmaßnahmen ergriffen werden. Diese Maßnahmen können aber nicht daraus resultieren, dass man wieder eine Kommission, eine Taskforce, wo man halt Sozialpartner, Haufen Wichtigtuer, Politfunktionäre hineinsetzt, die dann Konzepte arbeiten sollen und überwachen sollen, irgendwas, was eigentlich sehr selbstverständlich ist. Wenn man die Institutsbetreiber, die ja auch Faktotum da in Österreich, dass die Ärzte bei der Wirtschaftskammer vertreten werden, ist eine andere Geschichte, aber wenn man die in Ruhe arbeiten ließe, dann würde es hier auch keine Engpässe geben. Das ist einmal vorweg gesagt. Und wir sagen, ja, das kann man sich ganz genau anschauen, weil wenn es funktioniert, die frei arbeiten können. In anderen Ländern, schauen Sie, das ist das Gleiche mit den Universitäten. Unsere Universitäten, nur als kleiner Ausflug, unsere Universitäten rangieren Platz 200 aufwärts. Warum ist das so? Durch die Einflüsse der Politik, der Sozialpartner und dergleichen. Gehen Sie zum Beispiel mal in andere Länder, wie zum Beispiel momentan in aller Munde in Silicon Valley, sich diese Universitäten an, zum Beispiel Stanford, wie funktioniert es dort? Die ehemaligen Absolventen haben dort die Führung übernommen. Das ist heute eine alte Tradition in den angelsächsischen Bereich und darum sind diese Universitäten auf den vorderen Plätzen zu finden. Das kann man eins zu eins übertragen auf Gesundheitssysteme. Und deswegen stellen wir, weil die Zeit auch schon abgelaufen ist, einen Entschließungsantrag, der Nationalratwolle beschließen. Die Bundesministerin für Gesundheit und Frauen wird aufgefordert, entsprechende aufsichtsrechtliche und logistische Maßnahmen einzuleiten, um dafür Sorge zu tragen, dass die österreichische Sozialversicherungsträger gemeinsam mit dem Fachausschuss Bildgebende Diagnostik der Wirtschaftskammer und der Ärztekammer eine umgehende Sanierung der Missstände bei der Versorgung betreffend bildgebender Untersuchung, das heißt Computertomographie, CT oder Magnetresonanz, MR vornehmen. Und abschließend sage ich noch, Frau Minister, das heißt jetzt nicht anzudenken, den Gesamtvertrag aufzulösen. Das heißt nicht, erpresserische Einzelverträge hier anzubieten. Und das heißt schon gar nicht, eine Prolongierung der Deckelung des Systems. Ich appelliere dafür, hier den Berufsstand, egal wie er jetzt vertreten ist, in der Wirtschaftskammer oder der Ärztekammer, ordentlich zu dotieren, ordentlich arbeiten zu lassen und diese unsägliche auch zu korrigieren, die unsägliche Deckelung der Leistungen abzuschaffen. Bei der neuen Dreiteilung der Pflegeberufe würden sich die Berufsbilder überschneiden, so die Kritik von Andreas Karlsböck von der FPÖ. Zudem spricht er von einer Pseudo-Akademisierung der Pflegeberufe.